Und wieder herzlich willkommen in Duisburg. Naja, der fährt ja jetzt gerade weg. Da haben wir jetzt Platz satt. Einmal um die Ecke. Ups, was liegt denn da rum? Ach so, das ist doch schon seit Wochen so. Also wenn Duisburg beim laufenden Fahrradklimatest vom letzten Platz aller Großstädte wirklich wegkommt, dann ist mir eigentlich was suspekt. Und jetzt verlassen wir einfach den Tunnel und dann ist alles gut. Wir sind hier in Duisburg-Buchholz. Ganz nett hier. Buchholz hat sogar eine S-Bahn-Station. Dort fahren wir jetzt mal hin. Bike and Ride heißt das Konzept, ganz neudeutsch. In Duisburg heißt das Konzept eher Lost Place oder Place of Lost Bikes. Sei es drum. Hier ist eigentlich gruselig, schmutzig, ohne Beleuchtung. Kein Mensch will hier sein Fahrrad abstellen. Aber ich habe gehört, hinter dem Aufgang zur Bahn, dort gibt es eine nagelneue Fahrradabstellanlage. Dort fahren wir jetzt mal hin. Da ist sie. Also auf der anderen Seite des Geländers. Das ist immerhin gut 150 Meter lang. Wir heben das Fahrrad elegant über das Geländer, natürlich ohne irgendetwas zu beschädigen. Am Geländer und am Fahrrad natürlich. Ja, es geht, danke Und schön. achten besonders darauf, dass die Schutzbleche nicht hängen bleiben. Dann hechten wir selbst mit einer flotten Flanke hinterher. Schließlich kann man mit zwei künstlichen Hüften auch wie Profis Skifahren und Fußball spielen. Zum Schluss das Rad abgeschlossen und schon können wir zur Bahn. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, welchen Abschlussbericht der Planer bzw. die Planerin zu dieser Abstellanlage wohl geschrieben hat. Oder wenn die Kinder abends fragen: Papa, Mama, was hast du heute auf der Arbeit gemacht? Ich habe dafür gesorgt, dass die Leute besser das Rad an der S-Bahn in Buchholz abstellen können. Oh, fein! Vielleicht geht mir gerade die Fantasie durch, aber das ist ja auch das Schöne daran. Eigentlich ist die gesamte Stelle hier ein Musterbeispiel, wie in Duisburg der Verkehrsraum verteilt ist. Für Menschen zu Fuß und auf dem Rad ist der krümelige, kümmerliche Rest. Aber die haben ja auch keine Kennzeichen und so. Überhaupt, es ist einfach gruselig. Es ist laut, es ist dunkel, es ist eng, es ist. Boah, nee. Manchmal denke ich, vielleicht ist das der Fehler, dass ich denke. Manchmal habe ich einfach die Nase voll, andauernd um mein Leben bangen zu müssen, nur weil ich mit dem Fahrrad in Duisburg unterwegs bin. Manchmal habe ich es einfach satt, mich dauernd mit asozialem Verhalten meiner Mitmenschen rumärgern zu müssen. Hey, hey! Manchmal habe ich einfach keine Lust mehr, diesen dauernden Überlebenskampf führen zu müssen. Und manchmal tut es einfach richtig weh, auf Duisburgs Straßen immer und immer wieder mit solch einem Unsinn und Nonsens aus der Verwaltung, von den Baufirmen oder wem auch immer, mich interessiert es aber eigentlich auch nicht, konfrontiert zu werden. Manchmal könnte ich nicht nur über die Rücksichtslosigkeit meiner Mitmenschen, sondern auch über die dreiste Unfähigkeit und das eklatante Desinteresse der Duisburger Stadtverwaltung, mal Probleme anzugehen, anstatt zu labern, vor Wut einfach platzen. Hast du keinen Parkplatz hier? Nee! Was soll Und das? manchmal falle ich vor Staunen fast Was? vom Rad. Sie sind nicht am Parken? Was ist? Ich bin am Warten, nicht am Parken. Ach, am Warten, nicht am Parken. Das ist Genau, spannend. genau. Manchmal denke ich, ich muss weg von Duisburg. An den Niederrhein ziehen. Das ist doch um die Ecke. Und da haben wir Vorgärten vom Feinsten. Es ist so gruselig. Vielleicht könnte ich den Umzug sogar mit Fahrrad und meinem Anhänger machen. Ja.
grün, Natur pur, schöne Dörfer. Idylle. Romantik. Bauerngärten. Nette Nachbarn. Und dann nutze ich die Entspannungspause am schönen Niederrhein, um all meinen Zuschauerinnen und Zuschauern ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen für die Klicks und für die vielen Abos. Vielleicht bleibe ich doch in Duisburg. Früher gab es mal Bäume an der Mercatorstraße vor dem Bahnhof. Heute gibt es hier im Sommer heiße Steine und sowas wie Kunst. Wenn der MSV gegen Rot-Weiß Essen spielt, dann ist klar, dass ich ausweichen muss, auch wenn ich auf dem Radweg bin. Wenn ich nach Mülheim will, dann ist klar, dass ich mich nicht auf die Schilder der Verwaltung verlassen kann. Wenn mir ein Auto entgegenkommt, dann ist klar, dass ich ausweichen muss, auch wenn ich kein Hindernis habe. Wenn ich überholt werde, dann ist klar, dass ich in Gefahr bin, über den Haufen gefahren zu werden. Es ist einfach klar, wie es läuft hier in Duisburg. Bis zum nächsten Mal.